Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Spiel. Moment, wir schieben es richtig hin. So. Ja, so dürfte es passen. Hier das coole Intro. Gleich kommt der Titel. Ja, wir spielen Sissy's Magical Ponycorn Adventure. Was ist ein Ponycorn? Das werden wir alles gleich herausfinden. Dieses Spiel wird nicht sehr lange sein, aber ich habe gerade Lust dazu, es zu let's playen. Also, wenn man es so nennen kann bei diesem Spiel. Egal. Legen wir einfach mal los. Hi, my name's Sissy, and I figure love ponycorns. They're the best thing in the world, because they're like ponies and unicorns. The ponycorn! I don't have any ponycorns right now, so I'm gonna go get some. Come with me, it's my magical ponycorn adventure. I can go to rainbows to visit new places. Yay! Wir freuen uns alle. Eine Sekunde. So, da habe ich das Ganze ein wenig mittiger hingeschoben, dass man es auch ganz gut erkennt. Also, wir sind Sissy und wir können ja hier rumklicken und durch die Gegend laufen. Dieses Spiel wurde von einem 5-jährigen Mädchen und irgendeinem Spielentwickler gemacht, gemeinsam. That's not a ponycorn, it's a goat on a pole. That's weird. Eine Ziege auf einem Stock. Ja, das ist vielleicht doch ein wenig seltsam, aber egal. Was ist das hier unten? Are you sure you want a crisp? Butterfly means yes, walk means no. Das ist ein Schmetterling, das heißt ja, und das ist ein Stein, das meint nein. Also wir wollen natürlich nicht gehen, wir gehen einfach mal durch diesen wunderschönen gemalten Regenbogen. Okay, dort steht ein dicker, muskulöser Mann. Oh nein, ich habe den Kaktus angeklickt. Egal, reden wir mal mit diesem Mann. By my name's Sissy. Me. Do you like ponycorns? Me. Me too. Got any jars? Me. Thanks. If I find any ponycorns, I'll put them in these jars. Okay, wir müssen also Ponycorns suchen und sie in die Gläser tun. Thanks. If I find any. Das hat sie schon mal gesagt. Da, geht weg. So. Au. Okay, gehen wir durch den Regenbogen wieder zurück. Und wow, neue Regenbogen. Dann fangen wir einfach an, gehen wir erstmal durch den ersten. Was ist hier? Sir, I am a tiger and I'm going to eat this ponycorn. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Oh Gott, die Stimme von dem. Also dieses blaue Ding ist ein Ponycorn und dieses Ponycorn werden wir nehmen. I'm going to eat this ponycorn. I'm going to eat this ponycorn. Okay, was ist das da oben? It's a coconut. It's a coconut. Okay, das bringt uns scheinbar auch nicht weiter. Können wir die... Close your eyes, Tiger. Okay. Oh. Ich hab... I got the blue ponycorn. I put it in the jar. Hey, where'd my ponycorn go? Oh Gott. Schön, also wir haben dem Tiger gesagt, er soll die Augen schließen und er hat es auch einfach gemacht, ohne zu fragen, warum. It's a coconut! It's a coconut! So, dann gehen wir uns doch gleich durch den nächsten Regenbogen und schauen, ob wir noch mehr Ponycorns finden. I am a big crazy dinosaur! I put ponycorns in cages! You shouldn't do that! But I totally am! Ah, wir gehen hier den Raum mit einem Lachflash an oder was? Okay, reden wir mal mit denen. I have magical powers and I am going to turn you into a mouse. You do not. Bitte, magical powers. Oh yeah, magical powers. Oh Gott. Okay, wir haben den Dinosaurier scheinbar in eine Maus verwandelt. You're a mouse now. How do you like dumb apples? Squeak. Squeak.
Okay, das ist scheinbar ein Käfig und dort drin ist ein Ponykorn. Okay, ist das ein Schlüssel? Nein, ich glaube nicht. Nein, okay. Dann schauen wir einfach mal in den nächsten. Wir waren gerade da drin. Okay, dann gehen wir jetzt mal in den hier. Okay, dort ist ein. Oh, ein Schmetterling. What Butterfly! Okay. Hi, Mr. Turtle. Do you love ponycorn? Yes, I do. But I'm upside down. Oh nein, dann drehen wir ihn noch um. Here, I Oh, das ging sogar. flip you over. Thanks. Here's a ponycorn. Klar, also ich gehe auch immer in den Zoo, drehe ein paar Schildkröten und kriege ein Ponycorn dafür. Ich will auch ein Ponycorn. Ich würde gerne wissen, wie du. I got the pink ponycorn. I put it in the jar. Wie groß sind die Gläser, wenn die da so Ponycorns reinsteckt? Und schau mal, steckt da hier sein Horn durch. Egal. Wo waren wir noch nicht drin? Da rechts unten waren wir noch nicht, glaube ich. I'm an evil lemon. You're bad, cause you're lemon. And I will squirt lemon juice in your eye, and that stings. Oh no, what will I do? Also, das ist scheinbar eine böse Zitrone, die Zitronensaft in unser Auge spritzen würde, wenn wir versuchen, das Pony zu holen. Das Ponycorn und okay, was ist das? Was soll das darstellen? Okay. I got the key. Yeah, baby. Yeah, baby, okay. This side, there's a little girl leaving to go get a coconut. Okay, das können wir machen. Wir hatten doch irgendwo eine. Okay, oder gehen wir erstmal zu dem Dinosaurierraum. Der war hier, genau. Und benutzen. It's the key. Oder klicken einfach hier drauf. I use my key to open the dinosaur's cage. Hurra! Ein Ponycorn für uns. Nummer 3. I got the purple ponycorn and put it in a fucking jar. Okay. Nicht so viel Freestyle-Rappen hier aus Kleinkinderstimmen. Wäre angebracht so. Coconut. Haha, wir können sie runterholen. Okay. I got a coconut. Hurra! Wir haben eine Kokosnuss. Damit werden wir die böse Limone bekämpfen. Klicken wir einfach mal drauf. It's a coconut. Oder klicken wir darauf. Throw this coconut at you, lemon. Oh mein Gott. Oh no! Oh my face! That's what you get. Nehmen wir einfach das Ponycorn und gehen ohne Worte weiter. Ja. I got the green ponycorn. I put it in the jar. So, was ist, sagt uns diese Blume? Sagt die Blume? Sagt nichts. Okay. Jetzt haben wir vier. That sounds like Orange Boy. I better go and see if he's okay. Dann schauen wir doch mal nach Orange Boy. Der war hier, oder? I'm really a ponycorn. But I changed into Orange Boy. I wanted to make sure you were nice to ponycorns. I am the last ponycorn. Put me in a jar, sissy. Put me in a jar, please. ich lieb's einfach. I got the orange ponycorn. I put it in the jar. Hurra, wir haben alle fünf Ponycorns gesammelt. Dann gehen wir wieder durch den Regenbogen zurück. I got all the ponycorns. And the tiger turned nice. But the lemon is still evil. And the dinosaur is still a mouse. But the turtle is happy. Hooray! Thank you for joining me on my ponycorn adventure. The end. Ah, das Spiel ist ja wirklich zuckersüß. Ah, das Kind sollte eindeutig mehr Spiele machen. Na gut, das war's von diesem etwas anderem Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch vielleicht doch ein wenig so viel Spaß gemacht wie mir. Also, ich komme ja gar nicht mehr aus dem Lachen heraus. Wir sehen uns bei... Wir sehen uns bei irgendwas... Spannenderem wieder, nein, bei etwas nicht spannend. Spannend war es ja schon, das hat ja mich jedenfalls beschäftigt. Wir sehen uns wieder bei irgendwas Schöneren, Aufregenderen. Man könnte auf der Seite übrigens auch spenden. Ich werde den Link von dem Spiel auch unter das Video packen.
Also man könnte spenden, um dieses Spiel einfach zu unterstützen, weil sie, ups, Entschuldigung, Mikrofon geschlagen, weil sie das Spiel halt so gut gemacht haben und so weiter. Also, ja, bis zum nächsten Mal, euer Zombie.